Ja, und hier herzlich willkommen. Hey. Hey? Was ist denn? Preston? Während er pfeift, spricht er. Okay, oder er spricht, obwohl er nur pfeift. Es geht auch. Ja, herzlich willkommen hier bei Fallout 4. Immer wenn ich was erzählen will, quatscht mich jemand an. Ja, auf Aros Kanal. So, jetzt. Jetzt kommt er von mir aus. Jawohl, da. Wer hat noch nicht? So, wo stehen wir denn eigentlich? Ist schon länger her. Oh, da habe ich schon länger nicht mehr gespielt. Ich muss erst mal gucken. Level Up habe ich noch eins übrig. Habe ich mir das eventuell aufgespart? Hier kann ich erst mit Level 20 wieder was skillen, alles klar. Hier mit 25, da auch. Irgendwas ist hier gerade irgendwie. Doch, alles klar, alles gut, alles gut. Nichts kaputt. Ja. Was haben wir hier? Da kann ich erst ab 28. Mehr Munition wäre nicht schlecht gewesen. Ich wollte auf irgendwas gehen und zwar. Wo war das mit dem Adamantium-Skelett? Hier war noch was. Aber eigentlich hier. Richtig? Losknack R. Dann machen wir das. Jawohl. Erledigt. Der Datenstrom ist schwer zu verarbeiten. Bitte entschuldige, wenn das, was ich sage, nicht immer Sinn ergibt. Ach, da ist er. Ich arbeite daran. Macht nix. Alles gut. Zuderle. Was hätten wir denn? Ich dachte mir, ich spiele mal die Xbox. Glaube hier, genau. Metzgerechnung, das haben wir schon. Da müssen wir bloß noch einen Caring Bescheid geben. Und Jackpot hab 360. Zeig mal her. Das war da, ne? Jetzt könnten wir ja reisen. Schnell reisen. Aber mich nervt es ehrlich gesagt immer mit den langen Ladezeiten. Bei den Bildschirmen, langen Ladebildschirmen. Ich könnte es ja noch mal probieren, vielleicht. Vielleicht krieg ich's. Vielleicht geht es ja auch mal schneller. Schauen wir mal. Wir haben mit den von der Railroad. Der gute. Wie heißt er? Eben war es mir so, als wüsste ich es. Oh, na gut. Und der Rero jedenfalls, der gute Onkel, der sich da immer wieder verkleidet. Wie hieß er? Der Preston war es nicht. Ach. Fällt mir gerade natürlich nicht ein. Immer mit dem Bett ein bisschen in der Zwischenzeit. Wie hieß er denn? Er weiß gerne die Wahrheit ein bisschen ausschmückt. Nun ja. Beacon. Ach, Herrschaftszeit. So, in die Richtung. Hab. Moment, das ist vielleicht gar nicht so gut, wenn ich mich da hier so. Genau, hier gab es doch schon wieder ein Hä? Und das Hä gibt bestimmt hier. Hä? Ach da. War doch gar nicht so schwierig. Wir sind jetzt, glaube ich, hier im. Hä?
Ah. Gut. Ah. Gut, warte. Aber da geht niemand hinein. Wen haben wir denn da? Das Geräusch. Was das? Oh, jetzt können wir auch noch die. Deacon, du darfst es gerne. Ah, da ist noch einer. So, jetzt laden wir mal erstmal laden. Nehmen uns mal was Leckeres zum Heilen. So. Deacon, hast du. Ja, sieht jedes Mal anders aus, ne? Da jemanden. Dann eben nicht. Weglaufen ist immer eine Option. Ich schieße auch nicht. Versprochen. So. Und immer noch ist da hinten der eine. Nicht getroffen. Da habe ich ihn getroffen. Kämpfen ist sowas von 2077. So. Geiseldrama. So, das ist jetzt hier komplett so, ne? Müsste das sein? Warte mal, du hast doch bestimmt Muni. Wenn du mit den Leichen fertig bist, können wir weitergehen. Komplett so, genau. Und wir haben Löffel ab wieder. Das ist fein. Dann machen wir auch gleich. Starker Rücken. Was kann ich da jetzt machen? Ah, jetzt. Jetzt kann ich auch über Laden laufen. Das ist fein. Das ist mehr als fein. Das ist. Genial. Ansonsten. Naja, dann bleibt halt. Bleibt ruhig liegen, Jungs. Ich muss erstmal hier gucken. Beim Wolkern. So, dann hätten wir hier noch einen Onkel liegen. Und hier oben lag doch noch einer. Eine Nachricht von Vortex. Ach ja, genau. Das ist das Vault DLC. Tada. Vault 88 Notfalleinstellung. Warnung zu unbestimmter Integritätsverletzung. Sämtliche verfügbaren Vault-Tech-Mitarbeiter müssen laut Notfallprotokoll T76 Hilfe leisten. Wiederholung der Nachricht. Okay, Wiederholung brauchen wir nicht. Geht's auch noch rein? Moment. Pierwood Residence. Ne, das gucken wir uns mal an. Na, aber sowas von. Lecker Ladebildschirm. Und da ging mal schnell. Daran kann ich mich gewöhnen. Das sieht noch was. Na, was soll's. Du wolltest gern was zu essen holen, aber da ist doch gar nichts drin. Ach doch. Schimmelessen. Das ist wieder was von Komposter. Also Diegen, ich würde sagen, wenn wir jetzt hier runtergehen, dann müssen wir das Ding halt bis zum Ende gehen, ne? Nehmen wir dann halt auch mal mit, was wir so finden. Denn. Zeig doch mal her. Und dann. Hier ist nichts, ne? Müssen wir halt hier hin. Deacon? Deacon? Gut, wenn nicht. Sieht sich bestimmt gerade wieder um. Nach oben. Und Entdeckung. Und Licht aus. Warte mal. Ach nee, doch nicht. Achso. Kommt der auf einmal her? Hä? Theaterviertel.
Alter. Ah, hier ist gar niemand. Nochmal zum Mitmeißeln. Da unten haben wir einen Koffer. Und ich möchte wetten, wenn ich mich jetzt darunter begebe, was von Arsch. Und da haben wir noch einen Seesack. Und da ist bestimmt auch nur Mist drin. Also gehen wir da nicht hin und verpassen das Beste, was wir hätten je finden können. Juhu, Leute, Leute. Lodi, Lodi, komm, bei Fatsch. Na gut. Was ist das jetzt? Was zum Teufel war das? Das war jetzt, glaube ich, das allseits bekannte UFO. Wir müssen sofort zur Absturzstelle. Ja, auch aber ich wenn Tüfteltom wieder sagen wird, ich hab's dir doch gesagt. Ich hab's aber jetzt gar nicht gesehen. Das müsste. Oder gut. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das hier irgendwo in dem Bereich wäre. Und, mein Junge, wir sind hier. Nur mal so. Scheibenhonig, jetzt müsste ich wieder da rein. Ach, dann bis dann hin schaffe ich es nie. Oder hier runter. Das wäre noch eine Option. Aber dann. Mit Anlauf da drüber. Nee, oder nichts. Oder doch. Wo ist denn der Hub? Runter. Da oben ist noch ein bisschen. Komm. Rein. Der Deacon, genau. Der Deacon ist es gewesen. So, wo gehen wir denn zuerst hin? Wir gehen als allererstes zum Koffer. Wir versuchen es, da hinzukommen. Okay, das geht. Und da haben wir drin. Ich wusste. Blödsinn haben wir drin. Ja, dann gehen wir halt hier hin. Und das auch noch vor Kriegsgeld. Ich kenne dich doch gleich mal, aber wenn du bist schon tot. Ansonsten ist ja alles hübsch zu. Haben wir hier. Dann geht's weiter. Licht. Captain Cosmos. Und das ist bestimmt Jangles Affe. Ja, da. Meins. Ich liebe alte Geräte und die sind einiges wert. Ja. Du bist der Erste, der nicht sagt, das wäre alles Schrott. Oder irgendwelche andere abfällige Sachen. Okay, ansonsten gibt es hier dann wohl doch nichts. Springen wir hier runter. Oben zappelt's. Und ansonsten. Ah, hier. Komm her. Ich nehme mal mit. Und dann hatten wir hier noch was Blutmäßiges. Na. Mhm. Ja, dann gehen wir halt. Ja, und dann gehen wir raus. Deacon? Du kommst schon irgendwie klar. Du kommst immer irgendwie klar.
Komm, das ist nur eine Tür nach draußen. Dann geht's doch. So, hab in die Richtung weiter. Mal speichern. Gerne mal speichern. Knacker, knacker. Ist da jemand anwesend? Oh Gott. Wieso meldet feindliche Präsenz? Ja, wo bist denn du? Ach, da. Oben oder unten? Da oben? Wir sind oben. Ah, okay, da würde ich nicht hin. Ich möchte eigentlich zum Hub. Meins? So, so. Und jetzt bestimmt noch hier irgendwo einer, ne? Komm, komm. Noch wisst ihr, wo das Geräusch da? Das Geräusch da. Muss das sein? Wo bist denn du denn? Du bist da oben, okay. Ab. Ab dich lieb. Okay. Upsi, was hier? Und noch einer. Meins? Meins? Nein, langweilig wird's nicht, aber auch nicht unbedingt. Immer unbedingt schön. Gemütlich. Da oben ist einer, ne? Bus. Hier ist doch der Hub. Ne, warte mal. Ist doch noch eins höher. Ist jetzt. Wo ist er denn? Ja. Du brauchst einen Kampfschrei. Ja, ich weiß, du möchtest gern Kampfschrei. Ich erinnere mich wieder. Sein größter Wunsch. Und meiner wäre. Warte mal, hier ist doch. Irgendwie Tür. Eingezeichnet gewesen. Ingenst. So, Munition. Dauer, ne? Weiß bloß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Machen wir erst einmal hier runter. Muss ich vielleicht dann doch. Bewegung entdeckt. Ja, seltsam. Ist gut. Lassen wir das bei seltsam. Hier sind Wilde. Oh, ja, okay. Immer tödlich, bitte darum. Ich hätte gern. Ich glaube. Warte mal, hä? War da oben? Hä? War da oben? Okay. Und ich muss heute. Ah, hier. Ist das nicht die Treppe nach da, wo ich hin will? Wir werden es gleich merken. Oh, ups. Ist da noch jemand? Ne, da ist niemand. Aber ich glaube, ich bin richtig. Ja. Warte mal, da gab es doch hier noch. Ist die? Und? Ich kann ihn aufmachen. Oder auch nicht. Ah. Na komm, noch ein bisschen. Wunderbar. Geschafft. Alles. Ja, damit. So, Deacon, du bist schon wieder umgezogen. Und jetzt geht's hier rein. Ach, lass mal die Maus richten. So, ab, hup. Das ging schnell. Das ging schnell. Da möchte ich mich dran gewöhnen. Das machen wir nicht. Das nehmen wir mit. Das. Dann, dann. Na. Das und das. Na hier. Schrotpatrone. So, hier haben wir es doch schon. Ah,
So, jetzt nehmen wir die ganzen Plunder hier mit. Ich weiß nicht, was da so besonders dran sein soll. Wenn ich ehrlich bin. Was heißt ja, ich sag ja auch nicht, ich hätte es verstanden. So, Deacon, raus. Können wir jemanden von oben abknallen? Nein. Können wir nicht. Aber ich kann hier runter. Ich was hören. Auch, ich auch was hören. Und du bist irgendwo da oben. Okay. Dann hätten wir es doch eigentlich, Deacon, oder? Oh, wir sind da. Ah. Wer ist da? Wirklich? Oh, auch noch ein großer. Oh. Moment. Ich glaube, das war keine gute Idee. Deacon, kannst du so lang irgendwie beschäftigen? Jetzt kommt einer, oder? Nee, kommt nicht. Das wird enden wie immer. Vielleicht ist einfach fix hin und die abknallen ist besser. Ich hatte gerade voll den Spaß. Oh, der hat mich aber erledigt. Da war doch keine gute Idee, einfach hinrennen. Wo kommen wir denn jetzt raus? Wo waren wir denn jetzt? Ah, da waren wir, okay. Weglaufen ist immer eine Option. Ich schieße auch nicht. Versprochen. Ja, ist gut. Glauben wir dir. Das ist auch noch mutiert. Ah, verdammt. Kämpfen ist sowas von 2017. Eine gute Strategie. Jetzt kommt die Stelle, an der du sterben sollst. Ja, ich weiß, ich spiele ja auch auf sehr schwer. Oh, verdammt. Zwei Schüsse und er hat mich niedergemacht. Und da hatte ich volle Gesundheit. Gott. Aber ich hatte gespeichert. Das ist schon mal... War nicht so schlecht. Nicht perfekt, aber naja. Gut. Was haben wir denn noch? Wir hätten doch noch... mich wieder erwischt, verdammt. Ja, meine Rüssi ist halt einfach nur, ne, und naja, dann halt noch auf sehr schwer und überhaupt und sowieso. Was schießt denn da noch? Ach, da oben ist noch ein Drecksack. Vielleicht sollte ich mich mal um den da oben kümmern. Wo ist denn noch einer? Ja, ist auch noch. Dann noch mal. Nein, ist es nicht. Ach du Schreck, und der noch. Aber vielleicht habe ich Glück, dass da nicht auf mich losgeht. Was bist denn du? Du bist der Deacon. Okay. Das ist schon mal was wert. So.
Speichern. Irgendwie in Deckung gehen. Oh, wo ist denn da noch einer? Ach, da oben. Da, einer weniger. Speichern. Wo ist noch einer? So, der guckt gerade nicht. Okay. Ja. Wo ist der? Der ist da oben. Ja, lieber du als ich. So, leck mich am Arsch, du Penner. So, jetzt müsst ihr irgendwo hier da. Na, der. Und hier da. Und dann soll ich Mist. Linkes Bein Kampfrüstung. Okay, dann nehmen wir das. Das ist ja besser wie meins. Dann könnten wir vielleicht schon mal anlegen. Kleidung. Kampfrüstung, linkes Bein. Was habe ich denn jetzt eigentlich? Zerstörer, rechtes Bein. Das hier habe ich. Okay, und das wäre. Na gut. Deacon, du bist wieder fit, okay. Kannst mich mal. Hotel. Arbomaster. Ach, hier liegt da noch eine Tante. Das. Das, das, das. Ich wollte eigentlich, wollte ich doch weg. Richtig? Und zwar zur Railroad. Zurück zur Railroad. Könnten wir das eventuell in Betracht ziehen oder ist das noch wegen Feinden und ich nicht schnell. Ach, doch geht. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das Wasteland. So wie Valguide. Ja. Hey du, Unterschlupf Randolph hat sich seit dem Switchboard nicht gemeldet. Aber jetzt wurde einer ihrer toten Briefkästen verwendet. Ach, das will, dass du dir das anschaust. Ja. Es hat so lange gedauert, den Kontakt herzustellen? Klingt verdächtig. Ja, da ist was faul. Aber wenn unsere Jungs Hilfe brauchen, dann müssen wir tun, was wir tun müssen. Oder? Melde dich bei Des, sobald du dich um den toten Briefkasten gekümmert hast. Immer diese toten Briefkästen. Da müsst ihr euch mal was anderes einfallen lassen, Jungs. Achte darauf, so. Dass die hier niemand... Amsel, der Überlebende von Augusta, ist tot. Ja. Ich fand keine Hinweise auf den Verbleib des Sünds. Dachte ich mir schon. Nun, zumindest ist dir nichts passiert. Vielleicht hört Desdemona ja beim nächsten Mal auf mich. Hoffentlich hilft dir das bei deinen künftigen Missionen, wenn du mich jetzt bitte entschuldigst. Okay, ich weiß, du bist genervt. Ich kann es nicht ändern. So, Metzgerrechnung. Ja, hier zur Pam noch mal. Analysiere. Versteck gesichert, Pam. Mensch-Maschine-Interface. Hervorragend, Agent. Diese Vorräte werden der Organisation Railroad weiterhelfen. Vorräte? Hier ist Ihre Belohnung. Schönen Tag noch. Dankeschön. Ja. Wir sind Tüftel, alles, Tom. Sie uns haben. Kann ich dir jetzt was verkaufen? Tom und seine Jungs laden noch die Spielzeuge der DIA aus, die du gefunden Hurra, hast. Hurra, wir sind insektenfrei. Ich habe eine Sensorabtastung durchlaufen? Jeden Test, den Des erlaubt. Kompletter EMF-Scan, Test auf biologische Stoffe und andere hochentwickelte Sicherheitschecks. Laut Abtastung beobachtet das Institut dich oder uns nicht. Aber die Tests lügen, Mann. Okay, hast du da draußen was gegessen? Falls ja, dann haben sie dich.
Natürlich esse ich. Ja, ich habe Lebensmittel gegessen. Oh. Wusste ich's doch. Das Institut hat diese winzigen Mikroroboter im Essen, Mann. Und die erstatten Bericht. Tom, das ist Unsinn. Du verstehst das einfach nicht, Carrington. Das Institut ist in deinem Blut. Wenn es stimmt, ist das schrecklich. Hätten wir auch nur einen Beweis dafür, ja. Ziemlich schrecklich. Okay, okay. Wenn du wirklich sicher sein willst, gebe ich dir eine Spritze. Desdemona sagt, die ist nicht nötig, aber die tötet die kleinen Roboter ab. In deinem Serum ist Batteriesäure. Kein Atombombenabwurf ohne Strahlung. Also, bereit für die Spritze? Nein. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Gut. Dann sollen sie halt alles hören und sehen. Okay, okay. Hoffentlich gefällt es dir, dass dein ganzes Leben auf den Zentralrechner des Instituts übertragen wird. Ach, komm. Wir steigen schon mal und dann machen wir das. Ich gebe mir immer eine Dosis Strahlung, um die Blutroboter abzutöten. Verstehe, Mann. Lieber ein paar Haare verlieren, als das Institut gewinnen zu lassen. Ja, ganz genau, Mann. Ich baue hier die Sache. Verschwinde und mach deinen Kram. Wenn du zurückkommst, kriegst du alles von mir. Zeig mal, was du so hast. Mach's dir bequem. Und lass dich verblüffen. So, lass du dich mal verblüffen. Das. Und das. Und das. Haben wir denn noch? Buff out, Medex. Stealth Boy. Und Schrott nicht. Ach, eine Mutz kann ich machen. Ne, warte mal, aggressiv drin. Rechter, Laser, Wachbord, rechter Arm. Habe ich die jetzt schon gebaut? Behalte ich erstmal. Und hier noch 35. Dann haben wir ihm alles weggenommen. Da. Edge. Hast du was Gescheites überhaupt dabei?